Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Have a Nice Day. Schön, dass du dabei bist, egal welcher Tag heute ist und welche Uhrzeit bei dir gerade ist. Wir wollen uns fit und frisch machen für den Tag oder für den restlichen Tag. Und wir starten in einer sehr stabilen Position zuerst, in einer leichten Grätsche. Deine Knie etwas anbeugen und jetzt schon mal den Brustkorb anheben, das Brustbein nach diagonal oben schieben, denn so richten wir uns gleich auf und wenn wir aufrecht stehen, dann hat sich unsere Laune schon gleich so richtig verbessert, oder? Also Aufrichtung hat wirklich was mit Laune zu tun. Wenn du mal nicht ganz so gut gelaunt bist, dann denk daran, dich aufzurichten. Vielleicht denkst du dir Bücher auf dem Kopf, die du nach oben in Richtung Decke schiebst. Und jetzt stabilisieren wir uns und geben uns so richtig Kraft, indem wir die Knie durchstrecken, Oberschenkel aktivieren, Bauch spannen, sag mal ich, Schultern nach hinten unten ziehen, aber die Arme gehen nach oben, die Handflächen zeigen nach unten und du schiebst dich jetzt auf deine Fußspitzen. Egal wie weit du nach oben gehst, versuch diese Position 5 bis 6 Atemzüge oder so zu halten, Nase ein, Mund ausatmen und versuch immer lange auszuatmen, nicht ganz so lange ein. Du darfst wackeln, wenn du wackelst, dann trainierst du natürlich. Und mit dem nächsten Ausatmen kommst du wieder tief, beugst deine Knie, lockerst dich aus, schüttel dich so richtig aus. Schütteln und rütteln aktiviert alle Rezeptoren, deshalb so richtig locker werden. Drück mal nach rechts, mal nach links, die Arme, den Oberkörper. Und dann atme ein und nimm beide Arme jetzt zurück. Ich zeige es dir ein bisschen seitlich. Klapp die Handgelenke um, Brustbein öffnen und mit dem Ausatmen Fingerspitzen nach innen rund werden. Nochmal einatmen, dich richtig aufmachen. Darfst die Knie auch strecken. Und ausatmen rund. Nochmal ein, gerne auch höher deine Arme. Und aus. Und ein und aus, ein gleich noch mal und wenn du dann wieder oben bist, einatmest, dann bleib hier, nimm jetzt einmal deinen rechtes Handgelenk mit deinem linken Arm, dreh deine Fußspitzen nach vorne und beug jetzt rechts und zieh dich ganz weit nach links. Dann wechselst du, ausatmen, zieh dich nach rechts. Und nochmal wechseln, das Ganze auch in deinem Tempo und immer ziehen, bis es nicht mehr weitergeht. Genau, richtig schön lang werden, die Seiten aufdehnen. Glatt. Sehr gut. Dann löst du jetzt nochmal deine Arme, lässt die Arme fallen, schwingst um deinen Körper herum, heb jetzt deine Fersen mit an, dreh ruhig deine Fußspitzen wieder etwas nach außen und lass die Arme so richtig locker pendeln. Ganz entspannt. Und dann rollst du deine Füße ab. Fußspitze, Ferse, Fußspitze, Ferse. Locker nach rechts, nach links. Das Ganze machst du weiter, wirst ein bisschen schneller, lässt die Arme jetzt neben deinem Körper mitgehen, rollst deine Füße ab und jetzt darfst du auch gern twisten, die Fersen rechts und links schieben, aber den Vorderfuß immer entlasten. Also immer wenn du drehst, dann entlaste deinen Vorderfuß. Du kannst auch ein bisschen mehr springen. Genau, dann mal kleiner werden, mal größer werden. Oder durch dein Zimmer twisten.
und irgendwann wieder zurückkommen in eine leichte Grätsche und ausatmen. Zieh dich auf deine Fußspitzen, nimm deine Arme nach oben und halte ein paar Atemzüge, gib dir nochmal Kraft, Energie, Nase ein, Mund aus. Dann komm wieder tief, beug die Knie, rüttel und schüttel dich, mal nach rechts, nach links. Weißt du noch die Reihenfolge, die wir jetzt gerade hatten? Auslockern. Aktivier die Rezeptoren innerhalb deiner Faszien und komm dann mit dem Einatmen in die Brustkorböffnung und ausatmend rund. Einatmen, Brustkorb öffnen und ausatmen, rund. Noch einmal. Jetzt bleibst du hier. Drehst deine Fußspitzen nach vorne, beugst rechts, zieh dich nach links, beugst links, zieh dich nach rechts. Ganz weit deine Seiten aufdehnen. Jede Seite noch einmal. Dann lässt du deine Arme fallen um deinen Körper herum, Fersen mit anheben, gerne wieder in eine leichte Grätsche kommen und ganz locker pendeln. Deine Füße abrollen, schau mal rechts und links hin und her. Leise abrollen. Dann wirst du mit den Armen kleiner, rollst die Füße ab und kommst vielleicht auch in ein Twisten, Fersen heben, mal enger, mal weiter auseinander. Leise abfedern. Es reicht, wenn nur die Fersen hochgehen. Nur wenn du willst, dann hebst auch so ein bisschen ab. Dann kommst du wieder in eine Grätsche. Knie leicht nach außen, Fußspitzen auch. Streck die Knie, Schultern tief, zieh dich auf die Fußspitzen, halte diese Position. Gib dir nochmal Kraft für den Tag. Atem fließt. Komm tief, locker dich aus. Rütteln, schütteln. Mit durchbewegen. In der Mitte anhalten. Einatmen, öffnen. Ausatmen, Rücken rund. Einatmen. Und aus. Ein. Und aus. Noch einmal, hier bleiben, Fußspitzen nach vorne, beug rechts, zieh dich nach links, beug links, zieh dich nach rechts. Du kannst auch langsamer mitmachen, sollst dich wohlfühlen. Vielleicht merkst du mit jedem Mal, wo du die Bewegungen machst, dass es sich anders anfühlt, geschmeidiger. Komm zur Mitte, lass die Arme fallen und dreh dich mit. Fußspitzen wieder leicht nach außen drehen. Riesengroße Armschwünge. Die Mobilisation in der Brustwirbelsäule ist ganz wichtig für einen entspannten Nacken und gesunden unteren Rücken. Roll dann die Füße ab. Rechts, links. Werde mit den Armen kleiner und mit den Beinen ein bisschen schneller und twiste. Kannst auch die Arme hier hochnehmen und wirklich mal enger werden, mal größer werden.
wirst du dann irgendwann wieder in einer kleinen Grätsche ankommst. Letzte Runde. Körperspannung aufbauen. Einatmen. Arme nach oben. Knie strecken. Halten. Ein paar Atemzüge. Geht schon einfacher, oder? Super. Fersen runter. Lockern. Handgelenke. Oberkörper. Alle Richtungen vielleicht. Dann einatmend öffnen, vorne aufdehnen, hinten aufdehnen, rund werden. Nochmal vorne und rund. Noch einmal und hier bleiben, Fußspitzen nach vorne. Rechts beugen, zieh dich nach links. Links beugen, zieh dich nach rechts. Noch einmal. Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Arme schwingen, Fersen heben. Wieder in eine kleine Grätsche kommen. Ganz entspannt, ganz groß. Dann roll deine Füße ab, Fußspitze, Ferse im Wechsel. Dann werde mit den Armen kleiner, roll die Füße ab. Twiste gerne. Größer, kleiner, in allen möglichen Bewegungsweiten. Und dann kommst du mal enger zusammen und bleibst dann noch mal stehen. Locker dich kurz einen Moment aus und bleib ruhig mit deinen Füßen jetzt ganz eng stehen und achte mal darauf, wie wackelig das ist. Wenn du das Gefühl hast, es fällt dir ganz leicht, dann kannst du einen Fuß etwas vom Boden abheben. Denk aber dann auch mal daran, den Fuß zu wechseln natürlich. Also wie du möchtest, entweder ganz eng mit den Füßen stehen oder ein Bein heben. Und jetzt zeichnest du ein riesengroßes Herz. Und zwar ganz weit nach oben und das Herz zeichnen weit nach außen, gleichmäßig. Und nach unten. Have a nice day. Großes Herz. Du kannst es gerne probieren, auch auf einem Bein mal zu machen. Dann wechsle einfach, wenn du wieder oben angekommen bist, den Fuß, sodass du immer, wenn du zeichnest, ein ganzes Herz gezeichnet hast, immer auf einem Bein gestanden hast. Möglichst gleichmäßig für das Verknüpfen beider Gehirnhälften. Durch Gleichgewichtstraining aktivieren wir unser Gehirn, machen uns wach und frisch, trainieren unsere Stabilisatoren, die Muskeln. Und dann bleibst du hier, stellst dich wieder hüftschmal auf, lockerst dich aus. Schüttel dich ruhig nochmal durch und wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen und spür mal in dich hinein, wie geht's dir jetzt, wie fühlst du dich? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Vielleicht kribbelt's in deinen Händen oder Füßen? Fühlst du dich aufgerichtet, stabil, bereit für den Tag oder für den restlichen? Atme aus und öffne nochmal deine Augen. Atme ein, zieh die Schultern hoch, atme aus, ganz bewusst nach unten ziehen. Nochmal ein, nochmal ganz bewusst nach unten. Ein, aus und noch einmal. Halte deine Schultern dann hinten unten und entspanne dich.
Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie geht's? Mich interessiert es natürlich. Gerne unten reinschreiben, netten Kommentar hinterlassen, gefällt mir drücken. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Natürlich, der Link wäre auch unten. Da steht deine Unterstützung unter dem Video und in der Beschreibung. Wenn du da draufklickst, kannst du auswählen, mit wie viel im Monat du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Auf jeden Fall danke auch an dieses bereits tun. Lade noch jemanden ein, sich auch mit uns zu bewegen. Oder sei du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Schönen Tag.